Okay, das aktiviert die einen weg und macht die anderen wieder hin. Dann lassen wir das mal so. Unfassbar. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Alter Schwede. Oh, hier geht's noch rein. Mhm. Dann eine ganze Stadt oder was von denen. Eigentlich müsste diese Flüssigkeit doch längst versiegt sein, oder? Außer natürlich, sie fließt erst wieder, seitdem diese Leitung aktiv ist. Das wäre eine Erklärung. Noch ein Aquädukt. Wie viele brauchen die eigentlich? Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie universal... Da oben! Noch mehr Relikte! Seien Sie an den Rändern vorsichtig! Ach, echt? Schön nach oben sehen. Sie dürfen nicht über uns kommen. Manches hier unten funktioniert und manches nicht. Das könnte als... Nicht nachlassen! Wir haben es fast geschafft! Sie ist definitiv kein Machtsymbol. Die Relikte schießen immer noch auf mich. Ich versuche es mal mit einem dieser Datenmuster, die wir gesehen haben. Ist das eine gute Idee? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir gucken aber erstmal da hinten noch. Es muss Jahre gedauert haben, einen derart gigantischen Ort anzulegen. Und Sie müssen einen guten Grund dafür gehabt haben. Hat's doch gelohnt. Einen Raum zu erleuchten. Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Was nicht wirklich gut ausgegangen ist. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unglücklich.
unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Die Leitung teilt sich auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt! Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Man kann nie vorsichtig genug sein! Erledigen Sie sie! Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Okay. Nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. Der Gravitationsschacht ist weiterhin abgeriegelt. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Staub. Wie alt ist dieser Ort? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Mist. Die Leitung ist undicht. Seien Sie vorsichtig. So können Sie auf keinen Fall auf die Konsole zugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Ryder, hier oben! Was ist passiert? Keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal. Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an Ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können Sie die Leitung reparieren. Und da sind Sie. Ich probier's mal. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht! Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Ja, dann mal gucken. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sackt den ganzen Ruhm ein. Wir werden sie schon einholen. Mal sehen, ob wir uns einen Weg hier rausgeschaffen haben. Ein Handschuh. Oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Wie kommen wir darüber?
Bau um. Da haben wir doch in der Höhle schon entdeckt gehabt, oder? Das war aber noch auf Helios 7. Das wäre geschafft. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Moment mal. Pflanzen. Hier unten. Sie sehen sie auch? Ich dachte schon, dieser ganze Gravitationskram hätte mir die Augen ruiniert. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. So langsam habe ich den Dreh raus. Wir kriegen Gesellschaft! Leute. Gut. Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Wenn wir wieder zurückgehen, müssten wir ihn erreichen können. Sieht wie ein Nebenraum aus. Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Oha, nicht gut. Ach, das wird schon. Sie sind... Nein, das war nur das Licht. Sehen Sie, nichts passiert. Okay, kein Problem. Das weiß ich doch. Pardon. Gut, dass wir nochmal hier hochgegangen sind. Beobachter, Sie kommen auf uns zu! Thank you.
Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Schon zwei Gravitationsschächte nach unten genommen. Und dieser Ort reicht noch tiefer. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Tja, Hauptsache, wir finden es nicht auf die harte Tour raus. Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Wow, ist das cool! Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Wir müssen nah dran sein. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Alter. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Ah, was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Sollten wir... Oh oh. Hey! Phoebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen, was ist das? Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie einfach! Vorsicht! Entlüftungsöffnung! Das ist zu weit für einen Sprung! Haben Sie noch eine Brücke in petto? Wäre ratsam zu fliegen, Ryder. Ich weiß, Sam! Was denkst du, was wir hier machen? Wir rennen uns um unser Leben. Beispiel.
Schnappen Sie sich das Ding, wenn Sie wollen. Aber das wird eine knappe Nummer. Das ist die Tür zum Eingang. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Wo sind Sie? Hallo? Phoebe? Los, 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 los! Halt, direkt hinter uns! Zum Gravitationsschacht! Sie rührt sich nicht! Entriegeln Sie sie! Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach's gut! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Das war ganz schön hektisch. Was war dieses Feld? Es hat vielleicht das Gewölbe gereinigt oder uns gejagt. Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Wir müssen vorsichtiger sein. Dieses Feld hätte uns beinahe zersetzt. Hat es aber nicht. Freuen wir uns also über das coole Gewölbe, das Sie aktiviert haben. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Da sind wir. Das ist Eos. Wow. Hat der Systemstart das bewirkt? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Möglich. Aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Irgendein Unternehmen zu Hause hat mal einen Eiskometen auf eine Wüstenwelt stürzen lassen, um Regen zu erzeugen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist das vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. Eos könnte erschlossen werden. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Das schaffen wir schon. Ein Handbuch könnte trotzdem nicht schaden. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Ich weiß nicht. Wir sind ein Team. Sie arbeiten gern allein. Wir müssen ja nicht alles teilen, um dieses Rätsel zu lösen. Bitte. Also gut. Dann packen Sie mal und... Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Das wird bestimmt interessant. Thank you.
Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr.